Willkommen zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Demo auch in einen Bosskampf münden wird. Da bin ich mal sehr gespannt, wie ich mich da einstelle. Auf jeden Fall stampft da irgendwas. Thermit. Gürtel nutzen. Oberen Gürtelslot aktivieren, unteren Gürtelslot aktivieren, Gürtelgegenstand benutzen. Rüste Gegenstände und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Für Zusatztasche gedrückt halten. Aha. Achso, dann macht er so ein Viereck, alles klar. Rüste Gegenstände und Gesten in der Zusatztasche aus, um sie zu verwenden. Okay, jetzt müssen wir natürlich eigentlich wissen, was man da alles schon. Ups, Stuss, was mache ich denn? Haben wir hier irgendwie was mit Erfahrungspunkten oder sowas? Okay, wir haben die Hälfte von unserem Gewicht schon erreicht. Gott, oh Gott. Benötigt es ergo 720. Thermit. Eine Thermitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerschaden im Einschlagsbereich nach dem Puppenwahn. Es klingt so, als ob das Spiel im Hintergrund sogar weiterläuft, dann, wa? Das ist ja kacke. Nach dem Puppenwahn begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen die andrückenden Feinde hervorragende Ergebnisse erzielten. Also, wie kann ich denn das jetzt... Ach so, warte, warte, warte. Das heißt, die Puppen haben sich dann gegen ihre Erschaffer gerichtet. Ist im Prinzip ja wie so die Roboter-Story so ein bisschen von Atomic Heart. Was mich halt ein bisschen wundert ist, die Gegner bisher sehen ja wirklich aus wie Puppen. So ist unser Pinocchio. Sieht halt sehr, sehr menschlich aus. Hinter einem Feind RB. Was ist ein Plus RB? Was stampft denn da unten? Ob das der Bosskampf werden wird? Ich muss mal nochmal an die Steuerung gucken, oder? Ich mache immer nur diesen einen Angriff. Controller. Legionswaffe benutzen haben wir nicht. Block. Spezialangriff RT. Ah. Untere Taste. Also, alles klar.
Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, was? Muss ja irgendwo. Waffenhaltbarkeit. Ach, das gibt's hier auch noch. Ach du Scheiße. Und eine Schadensreduzierungsrate beim Blocken. Das heißt, teilweise können Angriffe auch durchgehen. Das ist ein bisschen döf. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Wie kann ich denn... halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. War das eben der Warteraum da unten? Wer ist denn diese Dame? Hat auf jeden Fall irgendein Schild. Wieso hat er denn nicht geblockt? Sehr ge- oh. Übes Ergo-Fragment. So, Zahnrad. Okay, und wo ist das trübe Ergo? Achso, das war das. Okay, alles klar. Ah, die Gegner verschwinden auch nach einer Weile, so wie es aussieht. Ich vermute mal, weil hier eigentlich auch ein Geländer da drüben dran ist, dass die Bögen nachträglich zugemauert wurden. Sonst macht das irgendwie auch nicht viel Sinn da. Obwohl. Oh nö. Fixiergerät. Überall in Grad gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtung verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Also typischer Souls-Kram. Ich glaube, das ist diese Tür, wo wir von der anderen Seite versucht haben, reinzukommen, ne? Ja. Fable-Katalysator. Oder Fable, Fable. Nicht Fable. Auch ein sehr schönes Spiel. Upsala. Tasche. Ein Katalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt, lädt Fable schnell auf. Der Katalysator macht die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie in ihren Körpern zirkulieren ließ. Diese bahnbrechende Erfindung basierte auf der Idee eines Alchemisten. Hallo. Scheiße, ich dachte, wir genug. Alter. Okay, ich verkacke das gerade. Yeah.
Okay, das macht 3 Schläge. Ich bin tot. Yeah, geil. Uiuiui, ich hab das schon vermutet, muss ich sagen. Bin in sowas nicht gut. Oh ne, wieder von ganz von Anfang. Ich hoffe bloß. Unseren Stuff haben wir aber noch, ja? Ja. Dass wir jetzt diese eine Tür benutzen können. Zumindest haben wir jetzt wieder 3 Aufladungen. Normalerweise ist es doch jetzt so, dass man irgendwie die Erfahrungspunkte etc. verliert, ne? Ich hätte wahrscheinlich fixieren sollen. Okay, die Tür ist offen. Das ist schon mal sehr gut. Ach, und hier sind wir gestorben. Harter Schlag. 2, 1, 2, 1, 1, 1. Ich verstehe es nicht. Ich habe gleich wieder die Blocktaste gedrückt und krieg trotzdem volle Kanne 1. Oh, ich krieg ja trotzdem Damage, sehe ich gerade. Ich mache so schlecht Damage. Oh, Kacke. Ach, Mann. Scheiße. Und ich wette mal, das ist noch nicht mal der Bosskampf, ey. Oh. Aber das ist natürlich, wenn wir beim Blocken auch Schaden kriegen. Und ich nicht... Das verstehe ich halt eben auch gerade nicht. Ich habe, ja... RT für Sturmangriff halten. Wenn du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Gegners. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten Groggy verursachen. RT. Okay. Tödlicher Angriff vor einem Groggy-Feind. Plus RB. Auf Groggy-Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten. Weil jetzt geht's doch auch. Warum konnte ich... Habe ich dann aus Versehen immer zweimal gleich gedrückt?
Na gut, dann würde ich sagen, der dritte Versuch folgt dann in der nächsten Folge. Spitze, bedanke mich. Bis danach.